Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Transient World. Wir spielen Dieseltriebzug Debakel, denn der Pacer ist jetzt endlich da. Willkommen in Preston, Sie wurden gerufen, um einem Pacer zu helfen, der auf dem Weg nach Blackpool South ausgefallen ist. Berichten zufolge ist dem Fahrzeug der Treibstoff ausgegangen. Ja, das ist aber dezent peinlich, wenn das im Lokführer passiert. Da wird es dann wohl später mal Stress geben. Okay, steigen Sie in die angegebene Einheit ein. Sie müssen Kaltstadt durchführen. Oh, geil, ne? Fahren Sie dann zum Bahnhof von St. Enns. Das ist der Gerät, um das geht. Und das ist technisch gesehen eigentlich ein ganz normaler Leyland-Bus, der halt für Schienen umgebaut wurde. Wir fahren den in der Fassung mit dem ersten Motor, dem ersten Getriebe. Das heißt, den Gangwechsel hört man da ziemlich gut. Und wir werden uns dann die Strecke angucken, den Wagen selber natürlich. Deswegen können wir jetzt eigentlich gerade nochmal schnell machen. Es ist noch witzig, dass wir TS Classic kurz zuvor halt von Armstrong Powerhouse der Pacer rauskommen ist, beziehungsweise mit dem Soundmod. Laut hier. Und jetzt halt hier. Oh, echt ein bisschen laut. Ich mach das mal ein bisschen leiser. So. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Okay, gehen wir mal rein. Was haben wir hier? Türtafelverriegelung verriegelt. Okay. Cool. Tür schließen, isolieren, lokale Türen öffnen. Bin normal gelöst. Ha! Cool. Tun wir das mal wieder verriegeln. Steigen hier mal ein in der Gerät. Okay. Ja, das ist der Bus quasi von Ihnen ziemlich ja, überschaubar, ne, von der Ausstattung. Toilette hat's. Hier die andere Seite. Ich würde sagen, wir machen mal das Aufrüsten fertig. Türtafelverriegelung. Off. On. Okay. Türtafelverriegelung. Okay. Was haben wir jetzt hier alles für Buttons? Signalsumme gelöst. Lokale Türen öffnen. Tür schließen. Tür öffnen. Tür öffnen. Oh, und schon das Geräusch. Wie halt bei dem Bus. Okay, das haben wir jetzt wieder zumachen. Alle klar. Dann Führerstand. Wie wir sehen, ziemlich überschaubar. Hat nicht sehr viel. Eigentlich sollte das ja nur so eine Übergangslösung sein, aber bis vor kurzem sind die halt noch gefahren. Wir auf Notbremsung, gehen auf Stufe 3. Generalschlüssel ein, gehen auf neutral. Bremsdruck haben wir schon. Motorstart. Klingt ja geil. cool. So, vorwärts. Auf Bremse lösen nehmen wir mit einmal. Zuerst machen wir hier das hier. Und ABS machen wir an. So. Und dann glaube ich, haben wir alles. Ne, nicht ganz. Ich hätte gerne noch Fahrgastraumbeleuchtung auf 1. Dankeschön. Und jetzt können wir lösen. Gut, stellen Sie den Leistungsregler auf Stufe 1. Wie er damit der Drehzahl runtergeht. So cool. Ja, geil. So, an dem Ort anhalten. 306 Yards. Ja, komm, da geht ein bisschen mehr. So cool. Ja, die Dinger waren auch dafür bekannt, dass sie ziemlich geschaukelt haben und gut gekitscht haben in den Kurven. Bin mal gespannt, ob sie das auch umgesetzt haben. Intercity. Moin. So, bleiben wir in der ersten Stufe hier drin. Mal schauen, wo der andere Pacer dann sein wird. Und wie viel wir von der Strecke sehen. Aber wir haben Oberleitung. Ist schon mal was Modernes hier. Und Busfahren auf Schiene. Ist schon cool. Das war doch bestimmt eine Zusammenarbeit mit Armstrong Powerhouse. Was sie da in den Sound verkauft haben.
Ey, quietscht ja schon mal sehr gut. Habt ihr das gesehen, wie die Kabine jetzt beim Bremsen so kurz nach unten gegangen ist? Ist ja geil. Schalten Sie den Führerstand ab und wechseln Sie den Führerstand. Ja, alles klar. Dann gehen wir hier mal auf Zugschluss. Hier gehen wir mal auf Notbremsung. Achso, hier machen wir aus. So, aus, aus, aus. ABS machen wir auch wieder aus. Isoliert. Und dann gehen wir mal in den anderen Führerstand. Beleuchtung ist an, sehr gut. Wo stehen die? Ach, da hinten. Ganz schön laut, die Kollegen. Südele. Einmal nein hier. Perfekt. Das gleiche Spiel hier wieder. Marker Lights, ABS an. Schlüssel ein und auf vorwärts. Gut. Bremse auf Stufe 1. Und lösen. Oh. Der hat jetzt von hinten. Muss ich nochmal auf die andere Seite wegen der Bremse. Jetzt. Muss auf Stufe 3. Und wir rollen rückwärts. Nicht so gut. Vorwärts bitte. Markerlichter schauen gut aus. Hinten sind sie rot. Sehr gut. Ja, nicht hier. Tür zu, dankeschön. Geht auch. Da kann man leider nichts machen. Scheibenwischer, da kann man nur die Destination einstellen. Keine Ahnung, für was die hier gut sind. Okay. An einem Ort anhalten. Preston Ranch, hier Strecke. Machen wir durch. In 600 Yards. Und der nächste Intercity-Kollege daher. Moin, moin. Wann wechselst du den Gang? Ja, reicht nicht. Ziemlich hoch. Ich würde jetzt so gerne einen Gang hochschalten. Ja gut, lassen wir mal rollen. Was haben wir eigentlich hier noch? Heater, Signalbusser. Heizung, Licht, Destination Light, Instrument Panel. Ja, es ist halt wirklich nicht sehr viel da. Sehr einsteigerfreundlich. Gas geben, bremsen, Tür aufmachen. So, ein bisschen bremsen. Halle die Walse! Warum hast du jetzt so stark gebremst? Das muss ich gerade nochmal prüfen. Wenn ich jetzt Stufe 1 gehe. Okay, das war jetzt schräg. So, halte beim Signal KM36 in 7,7 Meilen. War nicht klar. Ausfahrt vom Ranch-Signal. Ich wollte ja gar nicht so schnell stehen bleiben. Aus der Anfangszeit, glaube ich, muss ein Zugbegleiter mitgefahren sein. Der da hinten die Türen aufgemacht hat. Weil ich sehe hier keine Buttons zur Tür aufmachen. Die ganzen Sicherungen hier. Oder es waren hier oben die Buttons. Weiß ich nicht. Oh, 75 ist hier angesagt. Darf der auch fahren? Kann ich das anmachen?
Tatsache. So, Ausfahrt. Maximale Leistung. Das ist geil. Fühlt sich echt wie Busfahren an. Ja, ich feier das total. Oh, cool. Ja, das Nette bei dem Add-on ist, der Pacer kommt in unterschiedlichen Varianten und auch Neuheitsformen, auch mit dem neuen Getriebe, das dann durchgehend hochgeht, da hört man das jetzt nicht so. Cummins-Motor, glaube ich, hat es auch noch. Das ist jetzt hier der Leyland-Motor. Ich würde sagen, während wir hier die Fahrt genießen, kann ich das ja mal vorlesen, was so in der Beschreibung drin steht. Die 1980er Jahre laden ein zu holprigen Fahrten, an denen sie die berüchtigten Pacer und klassische lokbespannte Expresszüge auf mehreren Strecken und an beliebten Seiten im Norden Englands. Just Trains gibt sein fundamentales Debüt in Transient World mit Blackpool, Branches, Preston, Blackpool und Ormskirk, wenn man das so ausspricht. Wahnsinnig Großbilanz, dienstältester Zwischenlösung der Class 142, die Wild Coast entlang. Der Pacer wurde als Preiswertersatz für ältere Dieseltriebzüge konzipiert und von den Bussen von Leyland National abgeleitet. Er sollte über 3 Jahrzehnte lang in den regionalen Netzen eingesetzt werden. Ganz zurück in die Zeit, als der Pacer noch brandneu im Nahverkehr in Lancashire eingesetzt wurde. Wo ist der Text? Jetzt bin ich verrutscht. Cool. Ah ja, genau. Seine schnittigen Flügeltüren und sein unruhiges Fahrverhalten machten ihn zu einer Legende. Und zwar aus den richtigen, aber auch aus den falschen Gründen. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht so schnell werde. Klappen wir mal runter. So. Es warten sehr authentische saisonale Expresszüge, angeführt von Arbeitspferder Class 47, die zumindest den Reisenden zwischen der West Coast Mainline und Blackburn eine angenehme Fahrt ermöglichen. Schälen Sie die Fahrmotoren auch im Güterverkehr auf die Probe, indem sie schwere Gästezüge auf der teilweise stillgelegten Burn-Nays-Nebenstrecke fahren, bevor die Schienen vollständig der Geschichte zum Opfer fielen. Oh cool, haben wir auch da noch was Historisches. Mit einer Fülle von Details, darunter Wüste, stillgelegte Bahnhöfe, Stellwerke mit Inneneinrichtung und einer marklosen Infrastruktur an der Strecke, bringt Just Trains Blackpool Branches das Herz der Nostalgie der British Rail Era ein. Und ist bereit, in Transit World 4 erkunden zu werden. Stellwerke mit Inneneinrichtung? Wo ist denn das? Das will ich sehen. Stellwerk. Ist das eine Antwort auf Simrail? Kann ich die auch bedienen? Okay. War nette Landschaft hier, muss ich schon sagen. Fällt mir bisher. Ja, wir können noch ein bisschen mehr Leistung geben. Also, damit man hier das volle Potenzial hat, braucht man noch ein paar andere Strecken und Add-ons. Das wäre die Tees Valley Line, West Corner Local, North Trans Penny, Spirit of Steam, BR Heavy Freight, BR Class 31 und 20. Kommen wir mal zu den Hauptmerkmalen. 48 Meilen ist die Strecke lang. Es ist der Pacer enthalten, mehrere Motor- und Getriebe-Varianten, der Leyland TL11 und das SCG RRE5 Getriebe, das was wir jetzt hier gerade haben. TLF mit Void T211 und der Cummins LTA10, die Class 47 408, MK1 Wagen, MK2 Wagen und die Gessel Wagen. Oh, wir fahren so schnell. Mal Leistung hier wegnehmen. Und ja, dann einfach das Standard-Blabla mit den Szenarien etc. Das ist ein Stellwerk. Ja, wir müssen nochmal stehen bleiben. Ja, das könnte vielleicht so ein verlassener Bahnhof sein. Nehmen wir mal die Leistung weg. Sieht es denn aus mit Außenansicht? Das sieht gut aus. Wie sieht's denn aus mit dem Signalhorn? Okay. Hoch. Standard. Aber passt.
Ja, doch, also mit der Landschaft kann ich schon was anfangen. Das sieht ganz okay aus. Und was ich nicht so viel anfangen kann, sind diese Mikroruckler, wenn man sich umsieht. Aber da wird Just Trains nichts dafür können. Und da kommt Gelb. So. Nicht mal einen Alarm kriegt. Sollten wir vielleicht schneller bremsen? Dann so viel Masse hat er ja gar nicht zum Bremsen. Vorne ist es. Also Stufe 2 ist schon relativ giftig. Ich glaube, man kann mit dem relativ spät bremsen. Wenn man es dann erstmal draußen hat. Aber das ist auf und ab. Hat das Fahren bestimmt Spaß gemacht. Oh, tu mal komplett lösen. Das ist nicht das Signal, wo ich hin muss. Wir werden dann auch gleich mal testen, ob dieses Hoch und Runter auch von außen sichtbar ist oder ob das nur so ein Effekt von hier drinnen ist. So, lala. Ach du Arsch! Okay, jetzt machen wir das mal von außen. Am besten würde ich sagen. So. Ja, man geht da von außen so hoch und runter. Ja. Es ist nur ein bisschen schräg animiert. Ah, oh, dieser Sound. Kann mit immer einer Mod machen, wo das dann der echte Bus ist und immer so warm kann. Auf 40 angesagt. Ja. Einmal Runde. Schauen wir mal. Nächste Bahnhof hier. Und ein Baser-Kollege. Moin. Sieht sehr gepflegt aus hier. Schön grün. Da war früher schon Eco unterwegs. Aber da hat's Leute. Interessante Signale hier auf der Strecke. Es ist auch mal ein geiler Prellbock. Naja, ein bisschen disused hier alles. Na, da vorne soll dann irgendwo rot sein. Oh, Moment mal. Stellwerk. Sieht aber nicht so aus, als ob ich da reingehen könnte. Es ist aber ein großes Stellwerk. Ich weiß ja nicht. Ich würde gern rein da. Wie schaut es aus mit unserer Weiterfahrt? Der Stellwerk sagt nein. Ne, Moment mal.
Nee, schon gut. Ist das diese aufgelassene Strecke? Ich kenne mich halt hier nicht aus. Nur 260 Yards bis zum Signal. Da vorne ist es. Da werden wir doch bestimmt tappen müssen. Ach, das Gleis hört da auf. Okay. Dann hätten wir das. Also, zur Abnahme ist der Weiterfahrt. Einholen. Stellwerk kontaktiert. Was war mit reduzierter Geschwindigkeit? Okay, aber. Nur mal zur Sicherheit. Ja. An einem Ort anhalten. St. Anne's on the Sea. Bahnsteig. Gut, gut. Just in case. Ja, nachdem es da gerade ist, glaube ich, können wir schon mal mit 40 hier reinpfeffern. So schnell wie der stehen bleibt. Wenigstens sind noch sehr viele von den Pacern museal erhalten und werden entsprechend dort genutzt. Ich meine, es ist einfach zu reparieren, hat ja auch nicht sehr viel. Tatsächlich hat es genügend da, ansonsten kann man ja gut nachmachen. Ich meine, was soll hier bei dem Bus schon großartig kaputt gehen? Solange man hier mal ein bisschen aufs Chassis aufpasst. Nächster Übergang. Übergang mitten im Nix. Hoch, runter, hoch, runter. Naja. Fünfundfünfzig. Dass andere Pacer irgendwo mitten auf der Strecke steht oder im Bahnhof. Oder weil da wird irgendwo in einem Bahnhof drin stehen. Öffentliche Ansage. Achso, ja gut. Kann so tun also. Da. Leistung aus. Geht hier gut bergab. Was irgendwie schön gewesen wäre, ist, wenn das hier ein größeres Fenster wäre, dass es nicht so aufgeteilt ist. Das wäre noch schön, aber das haben sie vermutlich für die Struktur hergemacht. Ja, wir bremsen mal. Jetzt wird mal ein bisschen zu schnell hier.
Habe ich die jetzt aktiv übersehen oder sind hier einfach keine Pfeiftafeln? Uhr. Oh shit. Warte mal ein bisschen bremsen. Just in case. Okay, das sieht mal nicht so disused aus, bis auf die Plattform da. Ach so, 35 nur für. Ja, okay. Dann kann ich ja wieder Gas geben. Wie jetzt? Der Bauernhof hat seinen eigenen Zug halt. Ja, war Luxus. Das ist ja weit und breit einfach nichts. So. Hier kommt er irgendwie nicht näher. Hat's eine Pfeiftafel? Die habe ich jetzt gesehen. Ah, ich sag's euch, so ein eiskalter Mate-Tee ist schon geil. Bei uns in der Schweiz gibt es einen L-Tuni-Mate. Schlitten. Ich weiß, es ist komplett aus dem Kontext raus. Aber wir haben gerade nebenbei einen aufgemacht. Besser als Red Bull und Co. Und ein bisschen gesünder. Wir könnten uns dann eigentlich mal die Strecke angucken. Nehmen wir mal so hier mal raus. Okay, wir fahren jetzt hier da so die Strecke da entlang. Abzweig ist hier oben, geht da so. Da sind wir, glaube ich, gestartet. Ach, da hier unten. Ah, es ist halt einfach keine lange Strecke. Wo man halt mal ein bisschen rasen kann. Das sind 48 Meilen. Nee. Ich will mal was Langes. Eine East Coast Mainline und die West Coast Mainline. Da mal ein paar Kilometer reinheizen. Es geht runter. 3,1. Nicht mehr lange. Okay, nächster Bahnhof. Sieht ja gar nicht mehr so disused aus. Ja, zumindest sind mal ein paar mehr Häuser. Ja, wenn der hier einen Zug verreckt, dann ist die ganze Strecke erstmal dicht. Was Interesse? Kann ich? Okay. Wollte nur wissen, ob ich es ganz runterziehen kann. Bin aber dann gespannt, wie das dann leistungstechnisch wird, wenn die andere Einheit nicht an ist, was dann unser Busmotor dazu sagt, dass er abschleppen darf. Da muss ich jetzt ein bisschen an Train Driver 2 denken. Mit dem Dieseltriebwagen. Wenn der hinten Güterwagen oder so dran hat. Das ist, das ist eine geile Sache. Weiß gar nicht mehr, ob das jetzt mittlerweile mit der neuen Version noch geht. Oder ob sie das geändert haben mit dem neuen Kupplungssystem.
Also, es ging auch bei der alten offiziell ja gar nicht, aber na, man weiß wie, dann konnte man sich die schon irgendwie zusammentun. Das, glaube ich, war mein größerer Bahnhof hier. Hier mal so Güterterminal, wenn man sich die Brücke ansieht. Aber hier war ein bisschen mehr los in der City. Macht die Leute runter. Ja, da ist nichts mehr vorhanden. Schade eigentlich. ...1,5 Meilen. Man schaut mal an, wie breit das hier ist. Ja, aber nette Häuser hier. Könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen. War da jetzt eine Pfeiftafel irgendwo? Nee, ne? Da hat sogar einer ein Gewächshaus gehabt draußen. Macht sich seinen eigenen Salat. So. Das Mikrofon ein bisschen anders einstellen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. 0,7. Bald sind wir da. Theoretisch eine Stunde soll das Szenario gehen. Gemäß Menü. Trommel würde ich irgendwie hinlegen. Wenn da ein bisschen Wind geht, dann macht ihr einen Abflug. Ja, steht jetzt der Pacer da. Jo. Oh, gut doch. Boah, schon ziemlich verfallen hier. Sag mal. Wir steigen hier dann gleich mal aus. Holy moly. Nicht schön. Bleib ich mal gleich mal recherchieren, was mit dieser Strecke hier los ist. Also in echt. So, warte mal, kuppeln. Jetzt dran? Ja, wir sind dran. Okay, der Zug muss geräumt werden, damit der Betrieb auf der Southfield Branch wieder aufgenommen werden kann. Southfield Branch. Bitte schieben Sie ihn nach Preston ab, damit er keinen weiteren... Ja, ja, okay. Gut. Dann machen wir hier mal aus. Wir machen den mal aus. Hallo? Aus. Dankeschön. Neutral. Hä? Auch neutral. Ach so, jetzt. Okay. Jetzt auf aus. Okay. So, wieder die, Stufe 3 bei dir. Und das war's. Und hier machen wir auf isoliert. Zugverstreichen auf Position aus. Also bei ihm dann. Steigen wir mal. Ach so, jetzt müssen wir das Typ-Prozedere hier machen. Mach mal auf. Den öffnen. Hallo? Muss ich jetzt diese Übung hier machen? Ah. Okay. Ich möchte mich hier mal kurz umsehen. Schauen wir mal, stop past this point. Hier dürften so Abstellgleise gewesen sein. Okay. Unser Kollege hier.
Übergang. Oh, das ist echt traurig, wenn man hier sowas sieht. Sehr schade. Das war bestimmt mal ein schöner Bahnhof. Keep off. Out of order, na, was du nicht sagst. Die haben sich da aber ziemlich Mühe gegeben, da mit den Details. Oh, echt schade. Also, Moment, steht da was Witziges drauf? Sandcastle Zement. ja, nee, also. Schade. Und ist ja doch ein bisschen was los von den Gebäuden her. Nee, du kannst. Also man kann die Station nicht einfach so runterkommen lassen. St. Anne's on the Sea. Da werde ich dann gleich mal schauen, ob es die Station noch irgendwie gibt. Allein auch schon das hier. Ticket Office ist nicht mehr da. Traurig. Echt traurig. Blackpool per Train. So. Okay, ich würde mal, beziehungsweise jetzt machen wir das mit dem Zuschluss hier mal fertig. So, einmal rein. Und du wolltest auf. Aus. Gut. Was ist jetzt bei dir hinten? Ich mach's mal zur Sicherheit. Zuschluss ist eh an. Okay. Ich hoffe, meine Türsteuerung gilt dann für beide Züge. Was, wenn ich jetzt hier wieder reingehe? Tür schließen. So, dann tun wir das mal hier wieder heiß machen. Ey, Monai, dann hätte ich gern Markierung. Generalschlüssel ein. Ich werde gerne noch vorwärts. Und ABS machen wir wieder ein. Okay. Dann gibt es an der Stelle immer ganz kurz einen Cut. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal ganz kurz bei Wikipedia nachgeschaut, ob es die Station noch gibt. Und die gibt es noch. Aber nicht mehr in dieser Form. Das ist hier komplett abgerissen worden. Und die Plattform rechts, die sieht man noch so ein bisschen verwittert. Rechts ist alles weg. Da steht jetzt halt ein kleines Häuschen da. Und ansonsten sieht es halt aufgeräumt da. Mein Zukunfts-Ich hat euch jetzt hoffentlich ein Bild eingeblendet, wie die Station jetzt aussieht. Okay. Wir machen hier mal eine Fliege. Und fahren nach Preston Parcel Bahnsteig. Okay. Weil wir jetzt einfach mal keine Leute mitnehmen. Obwohl hier welche stehen. Ciao. So, Vollschmackes. Ah, die hintere Unit ist wirklich aus. Aber sieht trotzdem noch gut. Och was. Ja, hat ein Sicherheitssystem drin. Der bremst, sobald ich aufstehe. Schade. Ich wollte eigentlich gerade nach hinten gehen. Kann man das hier vielleicht abschalten? ABS, Türsteuerungshauptschalter, Bandkontrolle. Quali Steuerung, Kommunikation. Bremse, Übertragungssteuerung. NRN, nö. Zugstoß, Notfallbeleuchtung, Heizlüfter. Nee. Okay, ich darf nicht aufstehen. Weil eigentlich können wir es ausmachen. Wir haben ja eh keinen drin. So, Fullspeed, nachdem alles frei ist. Also nach oben hin geht gerade ein bisschen der Dampf aus. Komm, du schaffst es. Über die 40.
Darf man 70 fahren? Ich will 70 fahren. Ja, hier zumachen. Eigentlich mal schauen, was man hier so alles einstellen kann. Wir haben hier Lenk, Not in Service. Ich glaube, den Service drin lassen. Special, Liverpool, Manchester, Leeds, Huddersfield, Blackpool. Okay, alles klar. Ja, hat ein paar hier. Wieder blank. Okay, dann gehe ich mal zurück zu Not in Service. Aber bestimmt gleich. Not in Service. Es sieht jetzt draußen wie aus. Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen zurück. Special. Right. So, not in service. Sehr gut. Warte mal. War da jetzt gerade? Nee, sah anders aus. Ich dachte, die roten Lichter wären an. Hey, cool. Wir sind schon bei 60. Läuft. Nachdem es bergab geht. Arme Motor. Aber für das, dass wir das gerade zu einer Zeit spielen, wo die Maschine gerade neu war, ist schon ein bisschen abgerockt hier. Da fahr jetzt gerade dezent schnell rein. Hat niemand gesehen. Ich glaube, ich werde mich immer mal schnell das Foto machen. Sieht gerade ein bisschen schön aus. Ungefähr so. Gut, speichern, fertig. Rein hier. Na, ich glaube, es ist ein bisschen laut fürs Video. Lassen wir mal zu. Ich frage mich schon, was hier die Collectibles sind. Oh, Entschuldigung. Geh mal davon aus, es sind wieder die ganzen Plakate und Co. Oder, was eigentlich auch eine coole Idee wäre, Sachen wieder in Betrieb zu nehmen. So, weil die Station wieder gut aussieht oder so. Aber ich will dieses Stellwerk sehen. Hoffentlich ist es da irgendwo in der Nähe, wo wir da unseren Zug hinbringen müssen. Na, nachdem da 30 kommt, einmal runter.
Auch hier mal ein bisschen zu schnell rein. Naja, passt schon. Tschüss. Und wieder Maximum Mission Magis. Ach schade, bei der Rückfahrt hätten wir eigentlich ruhig stehen bleiben können und die Leute mitnehmen. Was steht da eigentlich bei dir denn da hier drauf? Stop! Before crossing with vehicles or animals, use phone to find out if train is coming. If you wish to cross with a vehicle, if unusual long, wide, heavy, bla bla bla. Telefon before crossing with vehicles. Close and secure gates after crossing. Die werden bestimmt jedes Mal angerufen haben hier. Da so am Land. Wird halt nur teuer, wenn sie dich dabei erwischen, wenn du nicht angerufen hast. So, komm, Spunky. Schneller. Dann auch gleich wieder die Hauptstrecke da vorne sein. Wo man, so wie es aussieht, auch schon rausfahren dürfen. Ganz ehrlich, bei dem System braucht es ein Schild davor mit, dass da 55 oder sowas kommt. Oder was, irgendwie so ein Begleitzettel, wo es irgendwie drin steht, mit den Kilometern. ...30, 45, ja, das ist wieder die Station da vorne. Ach, die Leute werden schon sehen, wenn ich komme. Ist ja jetzt nicht ein leiser Zug. So, sparen wir mal ein bisschen Sprit. Mit der ich gleich langsamer. Jetzt machen wir mal ein bisschen die Außenkamera hier. Was? Zu schnell? So, guck mal, das geht ja gar nicht. Also ich würde mal behaupten... Da steht ein Pacer. Das Stellwerk macht nicht mehr sehr viel hier. Die Hälfte der Bank ist nicht mehr angeschlossen. Okay, Maximum Schmackes. Das ist aber hoch oben.
Ciao, liebe Leute. Heute mal ohne Mitfahrt. Nächste Mal dann. Oh, da wäre 40 gewesen. Und ein bisschen schneller. Naja, davor kommt eh wieder 75. Da heizen wir jetzt durch. Ja, aber es gibt wieder Punkteabzug. Egal. Ob die da wohl in irgendein Feld vielleicht ein Easter Egg versteckt haben? Müsste man sicher mit langsamer Fahrt mal angucken. Aber irgendwo hat bestimmt was versteckt. Das macht die Tücher doch immer. So eine interessante Konstruktion da. Das sieht mal drei- oder viergleisig war, so rein von der Breite. Ja, wobei. Also zumindest dreigleisig. Ein Pariser Kollege. Moin moin! Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist Preston. Unsere Fahrt endet dort, bitte alle aussteigen. Just in case. Neben dem grünen Bahnhof hier. Da konnte man schnell weg rein. Nein, ich will raus. Ich weiß, das ist jetzt komplett random, aber... Stellberg! Ja, bremst mal schneller! Sag mal! Stellberg! Ich weiß, das ist... ein bisschen fatal, was ich da mache. Aber es ist Stellberg. Sorry. Aber jetzt wieder mal rückwärts fahren. Ah, steht da so ein Signal, was mir sagt, ich darf nicht. Na gut, fahren wir mal so weit, wie es geht. Muss ich weniger latschen. Ein außerplanmäßiger Halt. War das leider so, warum sind sie angehalten rückwärts gefahren? Ein Stellwerk. so, anmachen. Bitte raus. Mach auf. So, bin auf. Danke. Ah, das ist echt böse. Würde ich jetzt normalerweise nicht machen, aber... Ich habe gesehen, da ist die Tür offen. Okay, das sieht einfach nur doof aus.
Rein in den Stellenberg. Oh, da wird gerade ein bisschen gebastelt dran, so wie es aussieht. So. Es ist wirklich offen. Stellberg! Cool. Oh, da geht golfen. Moin, Kollege. Was? Preston PN. Was hier so schön ist. British Train Register. Okay. Boah, wie cool. Jetzt will ich da halt auch nur Sachen bedienen können. Ah, wie geil. Ich glaube, ich muss im freien Spiel mal hier rein und gucken, ob man hier den Typen zuschauen kann. Und ob hier die Sachen dann bewegen. Ah, wie geil. Cool. Ja, Toilette. Für alle Fälle. Ja. Entschuldigung, Kollege, ich gehe ja schon. Hat vielleicht ein bisschen Stau. Ah, wie geil. Ich komme hier nochmal im freien Spiel. Wenn das spannend ist, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich da nochmal ein Video dazu machen werde. Jetzt bringen wir erstmal unseren Kollegen hier heim. Damit der hier auch wieder fahren kann. So, die fahren jetzt leider. Oh, der wird mich so anfluchen. Okay. Einsteigen. Also. Tür zu. Dankeschön. Bett. Zu. Beziehungsweise. Kannst du auch eigentlich auf On lassen, weil es. Ist ja eh keiner hier drin. Alle klar. Lösen. Abfahrt. Ah, halt. Nix Abfahrt. Vielleicht noch vorwärts fahren. Da, jetzt Abfahrt. Hier nochmal den schönen Gangwechsel. So cool, echt so cool. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von der Strecke hält und vor allem von unserem Pacer und dessen Sound. Also ich liebe das. Also, wenn ihr da so auf die Sachen steht, kann ich euch den Pacer nur empfehlen und die Strecke. Zumindest das Detail, was wir mal jetzt gesehen haben. Den restlichen Teil müssen wir uns noch anschauen. Die Hauptstrecke. Und ja, das mit den Stellwerken ist under investigation. Schauen, ob es da noch mehr hat. Ich glaube, da braucht es eine Erkundungsfahrt. Im freien Spiel. Könnten wir eigentlich wirklich machen, ne? Dass wir da irgendwie so einen Sonderzug basteln und dann lassen wir uns vom Bahnhof zum Bahnhof schicken und schauen mal, ob wir dann in die Stellwerke rein können. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, vielleicht fürs nächste Video. Könnte sein, dass es das nächste kommt. Und dann müsste hier trafficmäßig ein bisschen was los sein. Nachdem dann der Fahrplan läuft, weiß die Frage, wie dicht der Fahrplan ist. Gibt ja Strecken, wo gefühlt gar nichts los ist im Fahrplanmodus. Ja doch, jetzt bin ich ein bisschen gehypt. Just Trains, Daumen nach oben. Ah, ich bin so gespannt auf die neuen Stellwerke von SimRail. Also zu dem Zeitpunkt. Will ich das Video hier aufnehmen, sind ja noch nicht draußen. Ich hoffe, da kommen dann wirklich mal händische Stellwerke mit Hebeln. Oha, Glas vor die. Cool. Also wird der hier auch rumdüsen. Merke ich auch wieder was.
Schon länger nicht mehr drin gesessen. Einer meiner Favoriten-Lok neben der 37. Also für den Fall, dass wir jetzt in der Nähe im Westen beim Stellwerk stehen bleiben, wollen wir da auch noch mal kurz reinschauen. Ansonsten in einer der nächsten Videos. Ja, doch. Ich finde, dass bei Transit World da mal was Gutes wieder rauskommt. Ah, gut, wird auch fleißig gearbeitet. Oder wird das eine neue Bahntrasse? Nee. Straße. Hätte ich jetzt mal gesagt. Bei der Hinfahrt gar nicht so aufgefallen. Ah, das war vermutlich der Teil, wo ich hier Text vorgelesen habe. Oh, da kommt 35. Ja, mal runter. Die einfach so null gebaut. So, das reicht. Fürs Erste. Über 2015. Ich glaube, wir fahren nicht sehr weit in den Bahnhof rein. Oh, Stellwerk. Kein Stellwerk. Oder doch? Nee. Die Strecke zu der linken Seite sind wir schon zu genügend in TS Classic gedonnert. Was ist denn hier das Stellwerk? Hm. P. Über 20 kannst du hoch. Ach, hier rein, wieder 15. Okay. Södri, dann haben wir es geschafft. Oh, rechts sind Postwagen. Mal kurz rausgucken. Ah, da gibt es doch bestimmt einen Postservice oder sowas. Parcelsbahnsteig. Nächste Pacer. Moin. So,
Oh, bitte sag mir, dass wir das noch irgendwo hinparken dürfen. Dass wir jetzt nicht hier einfach so stehen bleiben. Okay, gute Arbeit. Sie haben es geschafft, die Strecke rechtzeitig für den nächsten Zug zu räumen. Ein Monteur ist gerade auf dem Weg, um sich die ausgefahrene Einheit zu kümmern. Ja, also wenn es zu spät ist, braucht man ja nur tanken, oder? Westen. Da, ich glaube, da muss man wieder was hin tun. So, was willst du? Richtungswende auf aus. Okay. Haben wir gemacht. Stufe 3. Das lasse ich mal an. Verlassen Sie die Führstellung der Einheit und gehen Sie zur angezeigten Markierung. Gut, gut. So, hier. Oh, Tür auf hier. Lokale Tür öffnen. Ist jetzt nur die Tür oder alle Türen? Das ist nur die Tür. Okay. Türtafel Verriegelung. Entriegelt. Tür schließen. Und wieder verriegeln. Ne. Gut. Hat man das. Kann der nächste sich da um den kümmern. Bald. Schon bald. Machen wir mit dir mal wieder eine Runde. Bevor ich jetzt hier auf den Marker hingehe, würde ich mal hier noch ein bisschen gucken. Was haben wir hier? Das ist gar nicht durchgehend, so. Alles klar. Keine Post hier drin. Schade. Also. Hier rein. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung 747 minus. Aber ansonsten einigermaßen okay gefahren. Gut, das mit dem Stellwerk anhalten, das zählen wir jetzt mal nicht. Das hat einfach sein müssen. Aber hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Schreibt mal euer Feedback gerne in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Weiterfahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.